Verdammt, er kommt da! Kann ich? Nein. Aber wir machen einen Todessprung. So, hallo, beweg dich. 1000 Florin. Wunderbar. Wir müssen irgendwo hier hin. Und ich schätze mal nach oben. Echt. So, ich mache nochmal kurz Pause. Nee, doch nicht. Ich mache weiter. So. Bei solchen Freunden. Jacobo di Bazzi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Okay. Ah, da kommen wir auch wieder zu der nächsten Glyphe. Das weiß ich. Nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Sie. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Sie. Stimmt, ich glaube, wir müssen dann hier so da. Oder? Ja. Der geht. Mal schauen, wie der geht. Der geht da lang. Mal hoffen, dass wir uns nicht zu weit dann jetzt vom. Kacke, komm. Ich muss ein bisschen schneller sein. Denn sonst bekomme ich eine Desynchronisation aufgebremst. Boah, da muss ich dann hier lang. Boah, Gott, oh Gott. Was geht hier vor? Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Hä? Hä? Okay, ah, da war noch einer, oder? Keine Ahnung. So, dann springen wir mal hier rüber, gehen hier aufs Dächli hoch. So, wir haben immer pro, Blickkontaktverlust durch Gebäude etc. 25 Sekunden Zeit. Wieder den Blickkontakt herzustellen, bevor die Desynchronisation beginnt. So, wie man so schön sieht bei mir. Oh ja, nerv nicht, Alter. So. Ah ne, der läuft ja hier lang. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade nicht mal mehr den Knöpfli fürs Muten gefunden beim Mikrofon. Ich hoffe mal, ich habe nicht zu laut gehustet. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Ja, das werden wir bald sehen. Was der Spanier vorhat und seine Schergen. So. Wir laufen hier weiter. Oh, 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 lala, hüpf. Gut. Wir müssen hier entlang. Oh, 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 oh. Ja, 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 nur keine Stress machen. Nur kein Pipi in die Hose machen. So, wie machen wir das jetzt am geficktesten? Oh, 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 oh. Gut. So. Wir müssen dann irgendwie... Ja, ich glaube, wir müssen dann hier hoch. Oh, 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 oh. La, la, la. Du hast nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Und deswegen hat keiner was gesehen. So, was wir jetzt dann machen... Das sind Kämpfer und hier müssten irgendwo an der Seite Prostituierte sein. Ja, komm, geh hoch. Dein Brief erwähnte Venedig. Sind die Templer auch dort? Ja, sie. So. Wir setzen uns mal so hin. Mal gucken, ob wir ihm auffallen, den kleinen Stronzo.
Ja, seinem Kollegen hier, aber das ignorieren wir mal ganz schön. Denn wir machen erstmal nichts. Denn das juckt die nicht allzu stark. Deswegen machen wir das mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und ja, wir folgen hier mal der Straße. Und dann warten wir... Dann warten wir auf das hier. Denn dann können wir hier einen Todessprung reinmachen. Die Diebe anheuern. Diese warten dann, gucken uns natürlich direkt an. Und wir lassen dann auch gleich, sobald der weg ist, die Wachen ablenken. So. Gib mir ein wenig Zeit. Dann werden die Wachen abgelenkt. Wow, er hat einen schicken Schneider. Danke. Der Große da. Oh, Kacke, Kacke. Fickt euch. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Zu viele. So, wir sind jetzt hier angekommen. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Genau. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen genau. nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz? Mhm. Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Ja. Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Mit Liebe. Schon gut. Aber ich... habe ein Messer in der Hand und ersteche dich, Muha. Nein, bitte. Nicht. Bitte nicht was. Und nochmal ein Messer in Ranzen. Er stöhnt wie ein kleines Mädchen. Also nicht, dass ich wüsste, wie ein kleines Mädchen stöhnt, aber... Nein. Er wimmert so. Auch noch in Halt. So eine Sauerei. Sie. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe. Assassine. Woher weiß der, dass wir hier sind? Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass ihr uns folgt? Dass ich es nicht plante? Nö. Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Echt? Tötet ihn. Nö. Ich töte euch. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch! Ha! Hört euch! Arschloch! Er hat... Der hat noch geredet, wo ich ihm das Zeug in Ranzen gestochen. So, jetzt mal hoffen, dass nicht die Großen angreifen zuerst. Also die Lanzenträger. Ja, komm, komm. Wer will? Wer hat noch nicht? Irgendwie mag keiner direkt angreifen. Dann machen wir halt den ersten Schlag. Oh Mann. Boah, das ist mir jetzt gerade zu doof. Und niet ich ihn halt erstmal so um. Herrgott. Mann. Geh voran. Ohne Angst. Ohne Last. Jeska in pace. Ruhe in Frieden. Alter Mann. So, und jetzt heißt's wegrennen. Da war schon die nächste Glyphe. Lalala. Lalala. Nicht in der Nase bohren, Freundchen. So, Stronzo.
Hallo? Oh! Abstechen! Damit kommst du nicht davon. Hallo? Verschont mich! Meine Brüder werden mich rächen, Stronzo! Wölfe! Beeilung! Wir verlieren ihn! Oh ja. Na, was jetzt? Arschloch! Verrecke doch! Oh, mich juckt's im Ohr. Oh ja, das ist natürlich schön. Ich steck da an der Seite. Uns entfliehst du nicht! Doch, ich entfliehe dir. Siehst du, wie ich das kann? Arschloch! Bei solchen Freunden synchronisiert. Erinnerung synchronisiert. Sequenz 5 beendet. Ja, das ist doch Wunderbärchen.